Fans, ihr seht, ich bin gerade in der Küche und ich habe gedacht, ich backe mal wieder. Ich habe heute vor, eine Waldmeistertorte zu backen. Anders als wie man sie kennt mit dem Krümelboden, er wird gebacken. Zumindest der Boden wird gebacken. Ich reiche euch gleich weiter zu den Zutaten. Die Zutaten. Ihr braucht eine 26er Backform, ausgefettet und mit Backpapier ausgelegt. Dann braucht ihr 3 Eier, die teile ich nachher, also Eiweiß, Eigelb. Dann braucht ihr 100 Gramm Puderzucker, 30 Gramm Zucker, weiche Margarine oder Butter und zwar 125 Gramm und 125 Gramm Mehl und ein Teelöffel Backpulver. Den tue ich hier gleich rein und mische. So, das wäre erstmal die Zutaten. Achso, ich habe noch was vergessen. Zitronensaft. Und zwar kommen noch 2 Esslöffel Zitronensaft hinein. Ich nehme euch jetzt mit rüber. Ich nehme nicht die große Maschine, weil das ist einfach zu wenig für die große Maschine. Das schafft die große Maschine schafft das nicht. Eier habe ich in der Zwischenzeit getrennt. Hier ist das Eiweiß, hier ist das Eigelb. Das Eiweiß schlage ich jetzt steif. Das Eiweiß ist steif geschlagen. Wenn ich jetzt ich drehe es mal um, dann ist es steif genug. Oder man kann auch mit einem Messer, Moment, hier reinstechen. Und wenn der Schnitt, ich weiß nicht, ob ihr den Schnitt seht, wenn man den Schnitt noch sieht, dann ist es steif genug. Ich packe das jetzt erstmal in den Kühlschrank. So, da sind die Eigelbe. Die schlage ich jetzt auch ein bisschen an. Und da gebe ich dann, achso, noch was zwischendurch. Backofen vorheizen, 160 Grad, Heißluft. So, ich mache jetzt hier weiter. Und zwar die Margarine. Erstmal schlage ich es ein bisschen an. Jetzt gebe ich die Margarine hinein. Dann nehme ich doch aber gleich ein Geizhals. Oh, nichts verkommen lassen. Nichts verkommen lassen. So, dann hole ich mir den Puderzucker. Das Eigelb und die Margarine mische ich jetzt erstmal. So, gemischt, fertig. Und gebe den Puderzucker hinein. Jetzt mache ich doch mal den Rand ab. Oh. Er wackelt mit. Und weiter. Fertig. Jetzt geht's weiter. 2 Esslöffel Zitronensaft. Den geben wir jetzt hier rein. Ich habe die frisch ausgedrückt. Eine Zitrone. 2 Zitronen. Und was mache ich mit dem Rest?
Wer mich kennt, weiß, den schlucke ich einfach mal eben runter. Aber steht da. So, und wieder einmal rühren. So, jetzt geht's wieder weiter. Es ist gerinnt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Das vergeht, wenn, so wie ihr das Mehl hinzugebt. So, ich nehme den Rand noch ein bisschen und ich hole mal das Mehl. Ich habe hier das Mehl und das Backpulver habe ich schon untergerührt. So, und das gebe ich jetzt da rein. So, und mache wieder Maschine an. Mehl ist schon untergerührt. Und es darf noch ein bisschen gerührt werden. So. Raus damit. Fertig. Eischnee. Das kommt jetzt da rein. Ihr seht, es ist richtig schön fest. Und das hebe ich jetzt unter den Rührteig. Na, so. Fertig. Und es darf gerührt werden. Das Eiweiß muss richtig schön in das Eigelb, in die Eigelbmasse verrührt werden. So. Da ist noch ein bisschen. So, eine homogene Masse. Ich hole jetzt die Backform. Da ist die Backform. Ein bisschen Platz machen hier. Fertig. Die Backform, der Teig kommt hinein. Der Kuchen kommt jetzt für 15 Minuten in den heißen Backofen. So, der Kuchen ist fertig, beziehungsweise der Boden. Ich tue ihn jetzt aus der Form heraus und er muss jetzt wirklich gut auskühlen, bevor ich dann weitermache. Ich habe zwischendurch mal den Gartest gemacht und ihr seht, es ist nichts an dem Spieß dran, an dem Holzspieß. Der ist also optimal. Ich trenne jetzt erstmal schnell den Rand hier ab. So. Und ich nehme ihn raus aus der Form. So, komm her hier. Oh, heißer, heißer, heißer. So, jetzt gucke ich mal, wo ich ein. Oh, na komm her, raus da. Zum Abkühlen. Was lege ich da drauf? Ist bestimmt noch heiß. Oh, und umgedreht. Platte abgenommen. Das Backpapier abgenommen. Und jetzt muss er auskühlen. Ja, also wirklich, er muss wirklich ausgekühlt sein. Wir sehen uns dann später wieder. Ich bin jetzt bei den Zutaten für den Waldmeister. Da im Rezept steht 2 Päckchen Waldmeister. Ich habe hier ein großes Päckchen. Ich probiere es aus. Wenn es nicht fest wird, schmeiße ich ihm nochmal 2 Blätter Gelatine unter. Ich probiere es erstmal aus. Dann brauchen wir 8 Esslöffel Zucker. Okay, das sind aber jetzt nur 2.
Also muss ich nochmal 6 dazu tun. So, also das waren 2. Das sind 3. Das sind 4. Das sind 5. Das sind 6. Ich tue nicht mehr rein. So süß muss nicht sein. Eine Tüte Vanillezucker. Den mische ich da mal ein bisschen runter. Dann 2 Becher Schlagsahne und 2 Becher Creme Fraiche. Mehr braucht man dazu nicht. Natürlich noch Wasser. Aber das erzähle ich dann, wenn es weitergeht. Weiter im Text. Ich habe hier einen Topf. Da tue ich 500 Milliliter Wasser hinein. Und dann geht es weiter. Gut, jetzt brauchen wir jetzt hier 4 Esslöffel Zucker. 1, 2, 3, 4 und die Götterspeise kommt da rein. Dann muss ich eine Schere haben und das macht mein Pass. So, eine Schere, das kommt da rein. So, das verrühren wir jetzt ein bisschen. Lassen wir jetzt quellen und zwar ganz genau 10 Minuten. Stellen wir uns mal einen Wecker. 10 und los. Also der ruht jetzt. Was kommt jetzt in diesen Topf? Alles rein. So, und jetzt schmeißen wir den Herd an. Das muss jetzt einmal kurz aufkochen. Wenn es dann aufgekocht ist, sehen wir uns wieder. Ja, ich nehme sie runter. Ich nehme sie runter. So, zur Weiterverarbeitung sehen wir uns an einem anderen Ort wieder. Ja, da bin ich wieder. Ich habe hier das Creme Fraiche, die 2 Becher, und ich verrühre die jetzt mit dem Zucker. So, verrührt. Jetzt hole ich mir die Götterspeise. Wer jetzt denkt, ich gieße die Götterspeise da rein, weit gefehlt. Ich mache es nämlich andersrum. Der kommt nämlich da rein. Und zwar ist das... Nee, den brauche ich. Ich brauche einen Löffel. Man hat ja viel, wenn man mit Gelatine arbeitet und die Temperatur von wegen warm und kalt nicht hinkriegt, dann hat man manchmal solche kleinen Klümpchen, Gelatineklümpchen im Mund. Das will ich jetzt verhindern. Und zwar mache ich das so. Ich nehme einen Löffel und gebe esslöffelweise, Moment, also ein ganz bisschen gebe ich jetzt hier rein, da rein. Und rühre. Moment, Mama. Ja. Das gießen wir jetzt langsam in diese Masse.
rühren wir das noch ein bisschen durch. Nicht zu dolle. Diese Masse kommt jetzt in den Kühlschrank. Und zwar eine halbe Stunde. Wenn ich merke, dass das jetzt mit der Gelatine mit dem Waldmeister nicht hingehauen hat, das merke ich ja irgendwann, dann werde ich noch ein bisschen zwei Blätter Gelatine noch da reinrühren. Ich lasse mich erstmal überraschen. Ich warte erstmal ab. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt hier zwei Becher Sahne. Die schlage ich jetzt steif. Dann schmeiße ich mir die Maschine wieder ein und schlage die Sahne steif. Die Sahne ist steif. Da ist sie. Davon nehme ich mir jetzt so zwei, drei Esslöffel von weg für die Deko. Die tue ich dann einfach in einen Spritzbeutel. Ja, nehmen wir zwei, das reicht. So sieht jetzt die Waldmeister-Gelatine aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz wirklich sicher, ob die auch wirklich so fest wird. Ich muss überlegen. Ihr Lieben, ich habe etwas umdisponiert. Mir ist die Götterspeise zu flüssig. Ich habe drei Blätter Gelatine genommen, habe sie aufgelöst, ganz zart. Da ist sie. Und jetzt werde ich dasselbe, was ich vorhin gemacht habe, mit der Gelatine machen. Also wieder einen Löffel. Den Topf stellen wir da mal rüber. Und jetzt werde ich da löffelweise hebe ich das jetzt da drunter. Noch mal ein bisschen rühren. Alles schön raus aus dem Topf und das hat mich alles ein bisschen stutzig gemacht. Ich stelle dieses jetzt noch mal um eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns wieder. Oh, ihr Lieben. Oh, mein Ring habe ich jetzt verloren. Da zwischen deine Beine. Entschuldigung, ich habe gerade meinen Ring beim Abwaschen verloren. Dankeschön. Ja, alles gut. Die Gelatine, beziehungsweise die Waldmeister-Gelatine, ist jetzt etwas fester geworden, so wie ich sie haben möchte. Jetzt kommt die Sahne da rein. So, das kommt jetzt da rein. Und dann wird das schön verrührt. Und dann sehen wir weiter. So, und auf geht's. Meine Zitrone ist im Teich drin. Aha, okay. So, dann nehme ich euch gleich wieder mit rüber. Brauchst du den jetzt? Ja. Aber ich kann auch einen anderen nehmen. Wir haben ja genug. So. Ich mache mal Stellungswechsel. Ey, hoffentlich läuft das nicht aus, Maus. Bin ich jetzt. Ich habe den Boden. Ich habe einen Tortring drum gestellt. Ein bisschen in die Mitte stellen. So. Puh. So. Und jetzt nehme ich die Flüssigkeit. Und gieße langsam. Okay, oh Gott, oh Gott. Da rein. Oh. Bin ich gespannt. Ja, kannst du noch auslecken. So, jetzt mache ich Platz im Kühlschrank. Da soll es jetzt 2 Stunden drin stehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. So, ihr Lieben,
Jetzt war sie 2 Stunden drin. Ich mache jetzt noch Deko drauf. Und dann ist sie fertig. Und jetzt geht's zum Paten. Tupfer darauf. Die letzte Tupfer. So. Wer möchte, kann jetzt auch noch Minze draufpacken. Nee, doch Minze. Doch, Minze. Egal, jedenfalls was Grünes. ich mache vielleicht noch ein bisschen, ein paar Krümelchen. Die Gelatine war nötig. Also sonst wäre sie garantiert nicht so fest geworden. Ich hoffe, sie wird uns schmecken. Ich sage dann einfach mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Das ist jetzt eine Waldmeister-Sahnetorte mit Creme Fraiche und Schlagsahne. Es war ein bisschen umständlich. Ich habe aber die Sache noch gerettet. Die Zutaten für diesen Kuchen schreibt Ille in die Infobox. Ja, ich würde sagen, wir lassen es uns morgen schmecken. Heute Nacht kann sie noch ein bisschen durchziehen. Sie sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Was will man mehr? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn ein Daumen nach oben kommt. Oder vielleicht auch 2 oder 3. Ich lasse mich einfach überraschen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!